Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Nach unserem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf entstand 1:1 vor 36.282 Zuschauern. Ich begrüße hier oben die beiden Trainer, Fortuna Düsseldorfs Trainer Oliver Reck und FCK-Chefcoach Kostas Runjajić. Es beginnen bei uns die Gäste. Herr Reck, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, gegen die spielstärkste Mannschaft, die Mannschaft, die die meisten Pässe in der zweiten Liga spielt, den besten Ballbesitz, den meisten Ballbesitz hat, glaube ich, dass wir über 90 Minuten hier versucht haben, dagegen zu halten, unsere Antworten zu geben. Es war schwierig gegen eine gute Mannschaft von Kaiserslautern, muss ich wirklich sagen, die es uns von der ersten Minute an schwer gemacht hat, mit vielen Positionswechseln, mit gutem Fußball. Und wir haben uns dann reingearbeitet in dieses Spiel. Wir haben irgendwann dann die Lösungen gefunden. Wir haben dann selbst irgendwann erkannt, wir müssen im richtigen Moment nach vorne spielen. Sind dann belohnt worden in der zweiten Halbzeit mit einem Führungstor. Und ja, wie das so ist, in Kaiserslautern dauert ein Spiel nicht 90 Minuten, sondern wie heute auch 94. Und das hat der FCK gut ausgenutzt. Aber nicht unverdient, muss ich fairerweise wirklich anerkennen, weil Kaiserslautern schon über diese 90 Minuten auch die dominantere Mannschaft war. Das ist keine Frage. Trotzdem bin ich mit dem Engagement, mit dem Spiel meiner Mannschaft nicht unzufrieden. Klar wünscht man sich, wenn man in der 92. Minute noch 1:0 führt, auswärts, dass man so ein Spiel mit dem Dreier nach Hause geht, aber heute soll das nicht sein. Wir haben am Freitag das nächste Spiel, vielleicht können wir es ja dann wieder gut machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Oliver Reck. Kostas, dein Fazit des Spiels bitte. Ja, ich denke, wir haben heute gesehen, warum Fortuna Düsseldorf oben steht, warum sie so auswärts stark sind. Seine Mannschaft, die sehr gut verteidigt, die sehr gut Zweikämpfe führt. Eine Mannschaft mit viel Erfahrung und Routine auf dem Platz. Und dennoch, so kurz nach dem Spiel, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir in allen Bereichen die überlegenere Mannschaft waren, die bessere Mannschaft. Wir haben viel fürs Spiel getan. Wir haben, glaube ich, circa 6 Kilometer mehr investiert an Laufleistung. Bei 60% Ballbesitz, was gefehlt hat, sicherlich die Führung. Gauss, ich hatte ganz am Anfang eine Riesenchance gehabt. Das ist uns nicht gelungen und mit der Zeit, und das wussten wir auch, kann auch Düsseldorf einmal im Spiel 90 Minuten aufs Tor schießen. Das haben sie auch getan und der Ball war im Tor. Und ich bin ganz stolz auf meine Mannschaft, wie sie das auch weggesteckt hat, wie sie zurückgekommen ist und sich für diesen großen Invest am Ende dann auch belohnt hat. Viel schlimmer als diese 2 Punkte, die wir jetzt nicht auf unserem Konto haben, wiegt sicherlich die Verletzung von Alexander Ring und Kerim Demirbay. Aber auch das werden wir als Team lösen und auch diese Jungs werden wir kompensieren können und sie unterstützen, dass sie schnellstmöglich wieder auf dem Rasen Fußball spielen können. Euch wünsche ich eine schöne Heimfahrt. Mehr auch nicht.